Manche sehen die Zeiten des Weltpolizisten USA als Vergangenheit an. Wie wird die deutsche Außenpolitik darauf reagieren? Ich denke, da muss man zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, dass es noch nicht wirklich klar ist, welche Außenpolitik Trump machen wird und machen kann. Klar, er hat große Spielräume in der Außenpolitik und wenn er ansatzweise umsetzt, was er gesagt hat, dann wird es sicherlich größere Umbrüche geben, dahingehend, dass die USA sich möglicherweise wirklich aus Teilen ihrer bisherigen Betätigungsfelder zurückziehen in der Weltpolitik. Aber das andere ist, dass es in der deutschen Außenpolitik seit einiger Zeit die Pläne gibt oder auch die wirklich erklärte Absicht gibt, in der Weltpolitik insgesamt mehr aufzutrumpfen, eine offensivere Rolle zu spielen. Das bedeutet auch eben mehr Militäreinsätze zu fahren. Das wird seit geraumer Zeit vorbereitet. Es gab im Sommer ja einige Vorstöße schon nach dem Referendum in Großbritannien und dafür wird dann wahrscheinlich auch, um es mal andersrum zu formulieren, der Raum dafür da sein. Also dadurch, dass Trump angekündigt hat, auch weniger in die NATO stecken zu wollen, weniger Geld, wird sicherlich dann auch auf der einen Seite eine Notwendigkeit, aber auch auf der anderen Seite der Raum dafür da sein, dass die deutsche Politik und möglicherweise dann auch die EU eine offensivere Rolle übernimmt. Kritik an der NATO von Trump, ist das aus Sicht einer deutschen Linken nicht erfreulich? Eine schwierige Frage. Klar, also Kritik an der NATO oder eine Reduzierung der Rolle der NATO würde sicherlich erst natürlich den militärischen Druck aus der Weltpolitik etwas rausnehmen. Das wäre sicherlich eine positive Entwicklung. Da kann man überhaupt nichts sagen. Die Frage ist nur, welche Folgerungen daraus gezogen werden. Also ich sag mal, eine Reduzierung der Rolle der NATO bei einer Aufwertung der militärischen Rolle der EU weltweit würde die Militarisierung nur verlagern und anders gewichten, aber nicht wirklich eine friedliche Politik bringen. Eine Reduzierung der Rolle der NATO müsste auch mit einer Reduzierung der militärischen Rolle der EU einhergehen, um den militärischen Druck aus der Weltpolitik zu nehmen. Du hast es schon angedeutet. Siehst du gerade mit Trump, mit der Wahl Trumps, eine Zeit des deutschen Militarismus kommen? Das ist eine gute Frage. Was man klar sagen kann, ist, dass es die wirklich erklärte Absicht gibt, massiv aufzurüsten, auch die EU militärisch schlagkräftig zu machen. Bei der EU muss man dazu sagen, die Absicht ist erklärt worden und wird jetzt auch angegangen, obwohl Großbritannien aussteigen wird aus der EU. Das heißt, obwohl ein wirklich wichtiger, militärisch wichtiger Faktor das Bündnis verlassen wird. Das bedeutet, da müssen andere einspringen. Und es ist davon die Rede, die Merkel hat zweimal ausdrücklich angekündigt, dass der deutsche Militärhaushalt auf die 2% des Bruttoinlandsprodukts gehoben werden soll, die NATO eigentlich vorsieht. Das würde bedeuten, aktuell mindestens 60 Milliarden statt 34 Milliarden Euro jährlich für die Bundeswehr. Das ist ein gewaltiger Anstieg und das würde die Rolle des Militärs, auch der Bundeswehr in der Bundesrepublik ganz gewaltig anheben, wenn das durchgesetzt wird. Die erklärte Absicht ist da und ich denke, man muss schauen, ob es jetzt wirklich, ob die das durchkriegen. Weiter wird immer darüber geredet, über den Protektionismus, der folgen würde, wenn jetzt Trump seine Pläne umsetzen würde. Wird die deutsche Wirtschaft, die ja auf den Export in die USA getrimmt ist, darunter leiden? Würde sie vermutlich schon, wenn er das umsetzt. In der Wirtschaft ist es nicht ganz so einfach, dass für Trump das wirklich alles umzusetzen, was er umsetzen will, weil die Abhängigkeiten auch vom Kongress da größer sind. Insofern muss man schauen, ob er wirklich, ja zum Beispiel die angedrohten Schutzzölle wirklich erheben kann. Wenn er das tut, wird das sicherlich die deutsche Exportwirtschaft treffen. Und zwar nicht nur die Konzerne, die Firmen, die in Deutschland produzieren und in die USA exportieren. Die Vereinigten Staaten sind letztes Jahr der größte Abnehmer deutscher Exporte überhaupt gewesen. Und für eine Wirtschaft, die so exportfixiert ist wie die deutsche, die ihren Profit
in so einem hohen Maß aus dem Export zieht, wie es eben die bundesdeutsche Wirtschaft tut, ist das natürlich ein schwerer Verlust. Es kommt hinzu, dass zum Beispiel deutsche Konzerne auch Standorte in Mexiko haben und Trump hat angekündigt, NAFTA in Frage zu stellen, also das Freihandelsbündnis mit Kanada und den USA. Das würde zum Beispiel VW ganz massiv treffen. VW produziert ja in Mexiko im großen Stil. Das heißt, da sind wirklich eine ganze Menge Reibungspunkte zu erwarten und der Druck hat auch schon angefangen. Also direkt am Tag nach der Wahl haben sich deutsche Wirtschaftsverbände ganz massiv zu Wort gemeldet. Muss man schauen, wie das weitergeht. Spekuliert wird auch immer über ein gutes Verhältnis zwischen Trump und Putin. Droht hier eine Hofierung Putins? Das sind so die vielen Felder, wo es ganz schwierig ist, was zu sagen. Also Trump hat ja angekündigt, zum Beispiel die Übernahme der Krim durch Russland anzuerkennen. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, was er da durchs Establishment durchkriegt. Ich wäre da mit Spekulationen durchaus noch vorsichtig. Man könnte vielleicht dazu sagen, ich würde da nicht unbedingt von einer Hofierung sprechen. Was im Moment stattfindet, ist ja eine wirklich sehr eigentlich aggressive Politik, auch eine Aufrüstungspolitik der NATO gegenüber Russland, die eigentlich in Richtung auf Eskalation treibt. Und wenn Trump da am Rad dreht, um die Eskalation runterzufahren, ist das noch keine Hofierung, sondern erstmal nur eine Deeskalation meiner Wahrnehmung nach. Aber wie gesagt, da muss man auch schauen, was er wirklich durchkriegt. Heißt mehr Sicherheit für Frieden durch Trump? Ich wäre da wirklich auch sehr vorsichtig. Aber selbst wenn es zu einer Entspannung gegenüber Russland kommen würde, stellen sich noch ganz andere Fragen. Trump deutet zumindest deutlich an, dass er die Konfrontation mit China hochfahren wird. Es gibt Spekulationen im außenpolitischen Establishment, ob eine Entspannung gegenüber Russland vielleicht nicht auch dazu dienen soll, falls sie denn stattfindet, gemeinsam mit Russland die Spannungen gegenüber China hochzufahren. Denn auch das muss man dazu sagen, Russland hat selbst das Problem, dass es im Verhältnis zu China machtpolitisch ganz klar unterlegen ist und eigentlich auch kein Interesse daran hat, gegenüber China in Rückstand zu geraten. Das bedeutet, selbst wenn es da zu einer Entspannung kommen würde, da ist so viel noch im Nebel, ich wäre da echt vorsichtig, selbst dann könnten sich die Spannungen nur verlagern. Und Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, die haben nochmal ein ganz anderes Eskalationspotenzial als diejenigen gegenüber Russland. Das bedeutet, da ist eine friedliche Perspektive nun selbst für diesen Fall überhaupt nicht in Sicht. Abschließend vielleicht nochmal zusammengefasst, was bedeutet die Wahl Trumps für das Verhältnis auch der Außenpolitik zwischen den USA und Deutschland jetzt für die Zukunft? Zum einen erstmal eine Phase der Unsicherheit, zum anderen bedeutet das, dass die deutsche Politik auf jeden Fall den Raum sich nehmen wird, eine größere Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Sie will auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten gelangen. Trump bietet dazu übrigens gute Chancen, denn Trump ist ja so das Negativsymbol schlechthin und gegenüber dem kann man sich gut abgrenzen, das kann man gut verkaufen, da findet man auch Verbündete für. Und das heißt also, eine offensivere, eine aggressivere deutsche Weltpolitik hat jetzt, wenn sie sich in Deutschland und in der EU durchsetzen kann, im Inneren praktisch, hat auch den Raum dafür da. Es wird sicherlich Spannungen im ökonomischen Bereich geben. Und ansonsten glaube ich, ist wirklich vieles noch offen. Und wir werden das weiter verfolgen. Soweit Jörg Kronauer von German Foreign Policy zu den Auswirkungen der Wahl Donald Trumps, zu den Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik.